Es folgt nun zu Ihrer Unterhaltung Rap. Kleinen Moment. Zu Ihrer Unterhaltung, Sprechgesang mit Geklimper, in schöner Erinnerung an unsere Beratungslehrer. Ich bin aufs Gymnasium gekommen, als ich noch ein Niemand war. Ich hatte nichts, ich hatte niemanden, fettiges Haar. Ich habe für Deutsch gelernt, mich um Englisch gekümmert. Doch ich merkte schnell, dass Mathe keinen Sinn hat. Ohne Perspektiven, was konnte mir Physik schon bieten? Jungs wie ich waren für Lehrer doch nur Parasiten. Ich hatte Angst vor Verpflichtungen, war kein Streber. Deshalb nie im Leben Liebling der Lehrer. Wir haben uns oft gestritten, Mäppchen sind geflogen. Erst lachte man, dann verschlechterten sich die Noten. Man hatte Nachsitzen, wie soll das anders sein? So ist das nun mal, wenn die Lehrer einem nicht verzeihen. Und so ging das jeden Tag weiter, bis zu dem Tag, als das Kollegium geweint hat. Es klang verzweifelt, ich hatte verschlafen. Sie sagten, ich würde mein Abitur nicht schaffen. Herr Peter, Frau Buhl, so geht das nicht. Ich wollte alles dafür tun, dass Sie zufrieden sind. Ich mache die Fehler wieder gut, ich beweise es Ihnen. Sie müssen mir glauben, dass ich mein Abitur verdiene. Herr Peter, Frau Buhl, so geht das nicht. Ich wollte alles dafür tun, dass Sie zufrieden sind. Ich mache die Fehler nicht nochmal, ich beweise es Ihnen. Sie müssen mir glauben. Das kleine 1x1 reicht aus. In Kunst malten wir nur das Haus vom Nikolaus. In Chemie gab Schokopudding und Marmelade. In Erdkunde zerstörten wir die Rohrladen. Angehende Informatiker spielten Tetris. In Englisch wurde Englisch gesprochen. Theoretisch. Deutschkurse wurden vom Unterricht suspendiert. Ein paar Schweineherzen in Biologie seziert. Sesam, öffne dich, riefen alle Geologen. Sozialwissenschaftler kaufen auf die Studienfahrt Drogen. Die Franzosen essen mit Croissant in ihr Baguette. Doch die Lateiner wissen, errare humanum es. Herr Peter, Frau Buhl, so geht das nicht. Ich wollte alles dafür tun, dass Sie zufrieden sind. Ich mache die Fehler nicht nochmal, ich beweise es Ihnen. Sie müssen mir glauben, dass ich mein Abitur verdiene. Herr Peter, Frau Buhl, ich will das nicht. Ich hatte viele schöne Jahre, doch nun gehe ich. Ich verlasse diese Schule mit erhobenem Haupt. Vielleicht habe ich mein Zeugnis, falls ihr mir nicht glaubt.